Herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge von Sein und Haben, eurem Schwestern-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben wieder sehr nette Zuschriften bekommen und auch tolle Themenvorschläge, die wir uns in den nächsten Wochen annehmen werden. Und ja, das freut uns super und mehr davon. Es ist total spannend, was ihr so für Ideen habt. Willst du noch was sagen vorweg? Sonst nö. Also erstmal Anstoß. Ach, ja, genau. Sagen, anstoßen. Das gehört dazu. Unser Ritual. Cheers. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir heute schon ein bisschen müde sind. Die Uhr entlarvt uns. Wir sind keine Partymäuse mehr. es reicht jetzt schon, gell? Ja, es geht auf 22:30, so da bin ich ja normalerweise schon in der Hapfen, gell? Genau. Schläfst du eigentlich dann schon um 22:30 oder bist du dann am Daddeln und so? Meistens schaue ich dann noch was, aber auch nichts Spannendes. Oft echt Rezepte, was ich mal wieder kochen könnte. Also einfach nur Beschäftigung, genau. Noch irgendwas anderes machen. Ja, weißt du ja, was einen auch am Handy runterbringt und was einen eher irgendwie auffühlt oder so. Genau, ja. Obwohl man ja natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, Handy gar nicht gucken sollte, bevor man einschläft. Aber da halte ich mich auch nicht dran. Genau, also mein Thema, das ich heute mitgebracht habe. Bin sehr gespannt. Wir haben schon vorher darüber geredet, ob sie es mir nicht verrät, weil wir waren vorher ein bisschen spazieren. Ja, aber ich dachte mir, das machen wir mal spontan. Also ich habe von der Weile ein Lied gehört von Seed und das kannte ich noch nicht. Und dann dachte ich mir so, aha, interessant, was ist denn das für ein Text? Und das Lied heißt, Lass das Licht an. Lass das Licht an. Und ich will eine Passage vorlesen aus dem Text, und zwar, also ich werde es jetzt natürlich nicht singend wiedergeben, ich gebe es so wieder, wie ich es auch aussprechen würde. Ja, wahrscheinlich auch schön, lass das Licht an, so. Reggae, boom, keine Ahnung. Okay, also, nee, lass das Licht an, mach mal nicht aus, Royal Flush will ich sehen. Du rallig, ich auch, bisschen Charme ist okay, ich stehe auf deine Dellen, eigentlich brauchst du für das, was jetzt kommt, einen neuen Helm. Bingo Wing Time, Licht an, ich bin on. Zellulite Dampfer, riden nach Capone. Cheapo String, Tennissocken, heute ist egal. Gnadenlose Neonröhren, es tanzt der weiche Wal. Runde 2, Flutlicht. Denn ich mag es gern, wenn das Zeug zu sehen ist, Baby, relax. Genau. Ja. Also, und worum geht es wohl in dem Lied? Ne, lass das Licht an beim Liebe machen und so. Und das ist ja für viele, habe ich mir gedacht, ein Thema. Also ja, ich fand voll das, spannend. Ja, genau. Und ich fand das Lied interessant, weil das sagt ja quasi in dem Moment natürlich so, hey, ist es gerade alles egal, egal was du jetzt trägst oder wo die Dellen sind oder du siehst gerade aus wie ein Wal, das ist jetzt total egal. Und ich dachte, da können wir mal drüber reden. Das finde ich doch spannend. Ich finde es auch voll spannend. Also, ich frage mich ja, mich beschäftigt das Thema schon auch, ne? Aber ich denke mir immer, ja, es scheint jede Frau zumindest zu beschäftigen, komischerweise, egal welche Figur die hat. Mhm. Also ich kenne wirklich Frauen, die haben es geschafft, nach 2 Kindern und so weiter immer noch Größe 38 zu haben. Und trotzdem haben die dasselbe Problem. Ich habe auch das Gefühl, dass ist gleich groß, dass sie irgendwie so ein Bodyshaming haben. Ja, ja. Ich habe halt das Glück, dass ich einen Mann habe, der mir immer wieder vermittelt, dass er mich total super findet, so wie ich bin. Und das kommt auch bei mir an. Und ich finde auch, dass das, ich kann mich da reinversetzen und denke mir, es ist lästig, wenn man eine Partnerin hat, die da jetzt immer so eine große Scham hat und so. Und es muss ja reichen, dass man der Partnerin sagt, ich finde dich toll und sexy. Dann, also für mich reicht es, dass ich das ablegen kann. Mhm. Ich habe mir schon öfter überlegt, wie wäre es, wenn ich einen anderen Partner in meinem Leben nochmal hätte. Da hätte ich da bestimmt wieder Schwierigkeiten oder so. Mein Mann, der gibt mir auf jeden Fall immer das Gefühl. Mhm. Es ist auch so, egal wie ich gerade gestylt bin, egal wie ich aussehe, wenn ich jetzt da irgendwie mich gerade anziehe in der Früh, dann sagt er schon, scharf oder so. Ja. Super. Obwohl, und ich schaue mich dann im Spiegel an, wir haben große Spiegel und ich denke mir, okay, der hat echt die rosa-rote Brille auf offensichtlich, aber okay, vor allem hat der grundsätzlich eher auf anderen Typ Frau gestanden, also eben, der hat jetzt doch nie auf so kräftigere Frauen wie mich gestanden, sondern immer auf ganz schlanke, aber
Naja, man kann sich offensichtlich umgewöhnen. Ja, aber es ist interessant. Es ist aber sehr schön, dass du in der Position bist, dass du sagst, das ist, du fühlst das richtig, dass das super passt auch für ihn und hast da keine Hemmungen. Ja. Und so. Und das stimmt, also ich bin mir da, ich habe den Eindruck genauso, dass es nicht daran liegt, ob die Frau jetzt besonders gut aussieht oder Grund hätte, sich zu schämen, sage ich jetzt mal. Sondern es ist einfach so ein Ding. Ich glaube, auch die ganz Schlanken, man kann sich ja immer für irgendwas am Körper schämen. Es kann ja sein, dass die Brüste nicht ganz so sind oder man vielleicht untenrum nicht irgendwie die Designer-Vagina hat, ja, und sich deshalb vielleicht irgendwie schämt oder so. Oder wenn man, sagen wir mal, oder wenn man vielleicht auch irgendwie ein bisschen prüde erzogen wurde und sich denkt so, oh mein Gott, das kann man doch nicht, das sieht doch so mega vulgär aus, wenn ich so da liege. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, aber ich kann jetzt nur so für mich sprechen. Ich kann nicht behaupten, dass ich das jetzt so die letzten 15 Jahre, dass ich das irgendwie, sag ich mal, dass ich älter geworden bin, deswegen lockerer, sondern es ist so, dass ich merke, das ist immer locker geworden mit den Partnern dann. Ja, also ich glaube auch, erst am Anfang immer, war es immer schon ein bisschen mehr zieren und schon ein bisschen mehr drauf achten und so. Und dann irgendwann so, okay, wozu sind wir eigentlich hier? Was machen wir jetzt so? Genau. Ja, es kommt auch vielleicht darauf an, was man selber für ein Typ ist. Gell? Also grundsätzlich denke ich schon, dass man die Menschen wahrscheinlich eher in Voyeure und Exhibitionisten einteilen kann. Aha, das ist ja ein interessanter Punkt. Und für beide ist es wichtig, dass das Licht an ist, sage ich mal so. Hey. Wobei, das haben auch mal Leute gesagt, und da ist auch was dran, es muss jetzt nicht ein Licht sein, wie jetzt zum Beispiel hier. Ich glaube, dass jeder auch einverstanden ist mit einem sanften Licht, gell? Wo auch jeder vielleicht sich ein bisschen wohler fühlt. Genau. Ich glaube auch, wenn man jetzt in so einen Swingerclub oder so geht, dann wird da auch, nicht Neonlicht sein oder total krasse Beleuchtung, sondern eher sanftes Licht, romantisches Licht irgendwie. Ja. Klar, weil das Kerzenschein ist natürlich was total romantisches oder so ein offenes Feuer. Ich meine, nicht umsonst wird das in allen möglichen Filmchen verarbeitet, ja. Dass das einfach romantisch ist, dass man sich da wohlfühlt. Ja. Ja. Ich finde gut, dass sie daraus einen Song gemacht hat. Dass sie das thematisieren. Ich muss auch sagen, ich kenne schon Männer, die die Aussage machen, dass dieses und jenes bei der Frau immer stimmen muss. Ja. Und mir sind die viel sympathischer und ich finde das auch irgendwie selber auch anziehender, wenn ich höre, dass ein Mann einfach halt so eine, wie kann man das jetzt sagen? Puh, warte mal, wie kann ich das korrekt ausdrücken? So eine Grundschärfe hat, dass einfach halt einfach, wie soll ich sagen, dass er da nicht so ein Kostverächter ist. Ich finde das eher blöd, wenn ein Mann da so komisch picky ist. Ja, okay, kann ich verstehen, was du meinst. Entweder du bist so ein scharfer Typ und dann ist es halt so. Oder, du bist hier irgendwie die Primadonna, die nur, vergibst mir schon. Aha. So ist es für mich. Ja, okay, verstehe ich total. Man hat das auch bei so gewissen, aber ist das auch so ein Teil von einer gewissen Männlichkeit, dass einer so ein bisschen so dauerbereit ist? Ja, für mich schon. Also sagen wir so, ich finde es jetzt anziehender, wenn ich höre halt, so sowieso, weil ich den ja eher für mich in Betracht ziehe. Wenn der jetzt sagt, jo, na, die muss schlank sein und was weiß ich und die darf nur so und so und am besten noch blonde Haare und das alles nicht auf mich zutrifft, dann ist das ja schon mal sowieso okay. Aber wenn du hörst, so ein Mann, der sagt, na, ich kann eigentlich bei jeder Frau was finden, was mir gefällt und einfach, ich stehe halt auf Sex und ja, und das kann mit verschiedenen Frauen schön sein und es muss nicht eine sein mit 90, 60, 90 und irgendwie Latina-Typ oder blonder Typ oder was auch immer nicht da so festgefahren ist, finde ich viel interessanter. Ja, also da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Also wenn man an so einen Typen gerät, spürt die Frau und dann wird die auch, nicht easy locker sein im Bett, ganz sicher nicht. Und ja, ich finde das natürlich echt ganz, ganz toll, wenn der Punkt erreicht ist im zwischenmenschlichen Zusammenkommen, wo man einfach spürt, hey, es geht hier wirklich nicht um Optik, es geht hier einfach nicht, zumindest nicht um Werten der Optik, sagen wir es mal so. Ja. Die Werten kann man jetzt auch nicht nennen, weil geil und nicht geil ist ja auch wieder wertend, aber so quasi nach Schönheitsideal werten. Also es gibt eben schon und auch Männer, gell, für die ist das halt, für die ist einfach eine Frau toll. Ja. Und die können sich da bei jeder Frau irgendwie was finden und da geht es gar nicht so um das. Ne? Da muss ich gerade so lachen, weil das hat unsere Schwester mal gesagt und sie hat so recht.
muss ich jetzt wiedergeben. Sie meinte, wenn man so gewisse Filme anschaut und da ist eine super schlanke mit einer tollen Figur und die macht eine gewisse Position, dann denkt man sich so, okay, wenn die dabei schon so aussieht, wie sehe ich dann aber aus? So ist es doch so. Genau, also ist es definitiv so, dass sich da Frauen viele Gedanken machen und es ist natürlich schade, dass es so ist und man kann halt als Mann da, also ich denke, dass sich das mit der Zeit entwickelt und dass man das in der Beziehung auf jeden Fall, dass sich das dann entwickelt, außer man ist halt wirklich, Mann ist halt wirklich so einer, der es nicht schafft, ihr das zu vermitteln, dass sie super so ist, wie sie ist und ihr da das Wohlgefühl vermitteln kann. Ja. Also ich kann euch nur den Tipp geben, also wenn ihr so ein Womanizer sein wollt, dann seid nicht so picky, sondern seid eher so, öffnet euch den Frauen und der Weiblichkeit. Ja, weil einfach ja, die Frauen werden dann ganz anders auf euch reagieren, wenn sie sich angenommen fühlen. Genau, das ist definitiv so. Und das macht dann auch den besseren Sex natürlich. Da gibt es natürlich voll die schlimme Anekdote, die mir jetzt die ganze Zeit im Kopf ist. Boah, darf ich mal sagen? Hat das mit zu tun? Nee, das ist nicht okay. Die hätte ich noch schlimmer. Okay, bitte. Und zwar mein Mann und ich, wir haben da so einen Running Gag. Weil da gab es früher bei so einer Sendung, gab es einen, der hat immer so Interviews geführt, so Spaßinterviews. Der ist zum Beispiel aufs Volksfest und hat die Leute irgendwas gefragt, gell? Wäre für uns auch lustig, wenn wir sowas machen könnten. Ja, schon. Der fragt die Leute so. Und dann hat es ging um was ganz anderes. Auf jeden Fall, die Leute waren alle betrunken und auf einmal kommt einer ins Bild und sagt das Mikrofon rein, ich stehe auf Blade. Und dann, okay, ja. Und ja, weil die sind so dankbar. Oh Gott, ja genau, das ist so lustig. Jetzt für unsere Zuschauer aus dem hohen Norden, Blade bedeutet dick auf österreichisch quasi. Und seitdem sagt mein Mann auch immer, er steht auf Blade. Weil die so dankbar sind. Genau. Mhm. Das ist schon krass, gell? Und wenn eure Frau oder eure Freundin sich wirklich geliebt und angenommen fühlt, dann versteht sie vielleicht auch solche Witze. Das stimmt allerdings. Ja, da kann ich auch nur eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar gibt es bei TikTok, falls das jemand von euch gesehen hat, so ein Pärchen, da spricht er sie immer an und sagt, hey, fette Hupe. Und am Anfang meiner Beziehung, ich werde durchgetickt, so, boah, was sagst du mir? Mein Freund sagt mir das, sagt auch immer so, hey, fette Hupe. Jetzt seitdem und wäre ich so, ja, was willst du? Also es ist, ja, wenn man sich geliebt fühlt, dann sind auch solche Scherze okay, kein Problem. Ja, also zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie ist es bei euch? Kommt für euch nur das und das in Frage oder genau. Seid ihr da offen? Wie seht ihr das mit Licht an, Licht aus? Wie fühlt ihr euch, wenn das Licht an ist? Oder wie betrachtet ihr das Gegenüber? Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht, weil wir da nicht so mitreden können, wie ist es für die Männer? Ja. Auch habt ihr auch vielleicht Komplexe manchmal? Das wäre spannend. Wär voll spannend. Da möchte ich kurz noch ein Schlusswort auch noch zu hinzufügen. Und zwar habe ich doch des Öfteren erlebt. Ich habe wirklich, also muss ich jetzt schon sagen, ja, ein Mann von vorne, nackt, zeigt sich ganz gern, aber wenn er dann irgendwie aus dem Bett geht und vielleicht ins Badezimmer, habe ich schon oft bemerkt damals in früheren Zeiten so, der will mir sein Popo nicht zeigen. Aha. Habe ich schon öfter gemerkt. Also, dass er irgendwie so selbstbewusst so rausstolziert, das fiel mir dann schon auf. Also, das wollte ich noch dazu sagen. Also bitte hier mit euren Feedbacks, Kommentaren, das wäre super spannend, was das betrifft. Cheers! Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.